Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 30. Januar 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Gucken wir erstmal einen Blick voraus. Am Montagabend ist Neumond im Wassermann. Wir sehen, der Mond und die Sonne laufen aufeinander zu. Es ist die abnehmende Phase, wo es immer mehr darum geht, auch Dinge aus dem Unbewussten bewusst zu machen. Vorher aber am nächsten Sonntag wechselt Venus das Zeichen. Venus hier im 25. Grad des Schützen. Venus wird am Sonntag in den Steinbock wechseln. Wir haben also jetzt in dieser Woche die letzten Tage mit Venus im Schützen. Venus, ja, Planet der Liebe, der Schönheit, der Harmonie, das, was uns gefällt. Und mit Venus, der Venus im Schützen, gefällt vor allem Erkenntnisse, höhere Erkenntnisse, die in der Selbsterkenntnis gipfeln. Was ohnehin heute auch mit dem Mond im Schützen und ja, in diesem Jahr Jupiter in seinem eigenen Zeichen ohnehin ein wichtiges Thema ist. Der Mond bringt ja immer die Grundenergie in den Tag und hier geht es im Schützen darum, eben die Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen. Wie ich oft sage, sehen mit freiem Abstand. Wir haben ja immer die beiden Möglichkeiten, uns entweder mit den Dingen zu identifizieren, man könnte sagen, da voll hineinzugehen. Dann sind wir sozusagen unsere Gefühle, wir sind das, was wir damit beabsichtigen. Oder aber wir gehen in den Beobachter, gehen in den freien Abstand und beobachten unsere Gefühle und Gedanken und so weiter. Die zweite Lösung hat natürlich den Vorteil, dass wir dort dann nicht so identifiziert sind, die Dinge klarer sehen können, sodass im Grunde immer vorher, und auch das passt in den Bereich des Schützen, dass vorher immer die Überlegung der rechten Anschauung da sein muss, dass wir sozusagen schauen, möchte ich mich eigentlich mit diesen Art von Gefühlen und Emotionen weiterhin oder identifizieren, auch wenn ich schon weiß, dass das für mich irgendwie schwierige Umstände schafft. Oder aber ist es besser für mich, die Dinge zu beobachten, nicht identifiziert zu sein, sodass ich hier vielleicht auch eingreifen kann, beziehungsweise bestimmte Handlungen aufgrund von den Gefühlen nicht vollziehen muss. Ohnehin Gedanken, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wer sind wir, was ist eigentlich der tiefere Sinn meines Lebens? Vielleicht Fragen, die wir uns im Alltag nicht jeden Tag stellen können, aber die wir hier mit dieser Schützebetonung heute durchaus mal machen sollten. Der Schütze ist ja ein Zeichen, wird ja gerne als Kentaur dargestellt, also als menschlicher Oberkörper mit dem Unterkörper des Pferdes, was eben auch bedeutet, dass hier im Schützen animalische und geistige Dinge zusammenkommen. Das Animalische zeigt sich im Schützen eben oft mit einem starken Bewegungsdrang. So ist heute mit Mond im Schützen ist auf jeden Fall anzuraten, ist, sich in irgendeiner Weise zu bewegen, am besten körperlich und geistig. Die von mir viel in dieser Woche angesprochene Verbindung von Merkur und Sonne ist jetzt geschehen. Merkur hat die Sonne überholt. Merkur ja schon bei 10, 15, Sonne 10, 6. Das heißt, Merkur wird jetzt bis zu seiner nächsten Rückläufigkeit der Sonne vorauseilen. Er sozusagen erkundet also erstmal das Gelände, bevor die Sonne dann entscheidet, was sie von diesen Erkundungen dann auch wert findet, umzusetzen. Aber jetzt sind beide noch ganz eng zusammen. Das bedeutet eben, das Denken kreist vielleicht sehr stark um die eigene Befindlichkeit, hat eben eine starke Subjektivität, die im Wassermann viel damit zu tun hat, eben frei zu werden von einengenden Beschränkungen auch, was eben manchmal auch dazu führen kann, dass manche Dinge auch als Beschränkungen oder Einengungen empfunden werden, aber sozusagen, und wir dann daraufhin handeln, was dann manchmal aber zu schnell ist. Hier gilt es eben auch sehr genau hinzuschauen, um zu schauen, welche Dinge, die mich belästigen, von denen möchte ich mich wirklich befreien und welche belästigen mich vielleicht nur kurzfristig, möchte ich aber in meinem Leben behalten. Das Quadrat von Mars und Pluto in der Nacht, am frühen Sonnabendmorgen exakt, läuft ja auch drauf zu. Beide Planeten stehen stark, Pluto im Steinbock, Mars im Widder, bedeutet auch weiterhin, dass es hier auch einen inneren und äußeren Kampf gibt um die Vorherrschaft.
Irgendwie kann ich mit Mars im Widder mich durchsetzen, meine Anliegen durchsetzen oder stoße ich hier auf Grenzen, auf bestimmte Glaubenssysteme, auf Machtpositionen, auf Schattenanteile, die im Grunde dagegen stehen. Hier empfiehlt sich sehr auch die innere Arbeit, sich massiv vielleicht mit den inneren Schatten oder auch mit den Glaubenssystemen zu beschäftigen, um auch letztlich davon frei zu werden. Diese Konstellation hier mit viel Schütze und Wassermann bringt auf jeden Fall einen Tag bzw. 2 Tage. Der Mond wird erst in der Nacht zum Freitag in den Steinbock wechseln, in dem es hier sehr viel Freiraum gibt, wo wir die Möglichkeit haben, die Dinge sehr geistig mit Überblick zu sehen und haben daher die Chance, die viele Dinge geistig in unserem Sinne positiv zu gestalten. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.